Ach du Scheiße. So langsam. Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu Geronimo Meets. Heute hat sich da wieder mein Team etwas sehr Kreatives überlegt. Wir sind bei der ZSC Lions und werden heute mit dem Männerteam von der ZSC Lions da auftreten. Männer? Und zusammen, sorry, wir sind hier am Aufnehmen. Könnt ihr einfach bitte da weg? Genau. Nein, du kannst mit uns aufs Eis. Ja, gar mit Männern. Stimmt das? Ja, mit Männern? Du kannst mit uns aufs Eis. Also, dürfen wir überhaupt schon aufs Eis? Ja, oder? Kannst du mal schauen, ob du mitheben kannst. Wirklich? Ja, ja. Also, okay. Kannst du mitkommen? Ja. Sicher? Okay. Ja, kommst du mal mit? Ja gut, dann ist es okay. Aber das war das. Hä? Ja. Wirklich? Okay. Ja. Und, Spaß. Und wenn dich jetzt etwas sagt. Also meine Damen und Herren, ich bin jetzt in einem Kraftraum. Ich habe keine Ahnung, was ihr euch da wieder überlegt habt. Ich habe gedacht, wir sind jetzt auf dem Eishockey-Feld und können irgendetwas machen, aber ich sehe eine Handelbank, Frauen, die Fußball spielen. Und das Quadracks. Erzähl mal, um was geht es? Ja, das ist richtig. Zuerst brauchen wir mal ein seriöses Warm-up, bevor wir aufs Eis gehen können. Und dann Fußball. Machen wir Fußball, okay. Genau. Bruno. Oh! Sorry. Sneaky! So, also, jetzt ist fertig mit Fußball. Ich meine, ich bin nicht da zum Fußball spielen. Ich sehe an der Benchpress. Jetzt machen wir mal etwas richtig, damit ihr da ein bisschen Muckis rüberkommt, oder? Haben wir noch 5 Kilo da für euch da? Ich weiß nicht, ist das... Nur schauen, warte. Ah, ja, wir nehmen die Chance an. Also, wenn wir helfen, du bist aus dem Pott, oder? Raus. Weg. Mein Weg! Ich wollte eigentlich noch das Kaffee verlieren. Die hure Haterei, man hat sie nicht nur im Internet, man hat sie allein. Hey, wir haben es nicht gehen, rief einfach. Alles klar. Anfängerglück. Dass ich Benchpressen kann, das haben wir gesehen. Jetzt geht es aber aufs Eis. Und da musst du etliche Sachen anziehen. Das ist so, wie wenn du einen Hund auf jemanden loslässt, oder? Ja, das mit Eis wird jetzt lustig. So, hallo miteinander! Hey, Tauli, wir sind Zürich. Willkommen bei uns im Rudel. Ja, und merci für Tauli dort hinten sitzen. Also, danke schön. Grüezi miteinander. Handshake. Hi. So. So. Gut, heute fangen wir an mit Jungle, okay? Here we go, let's go, guys! Okay. Also, ich muss schon sagen, so langsam. Ja, die Hand zittert. Franchise habe ich recht hoch. Mal schauen, aber jetzt geht es um die Wurst. Hallo zusammen, ich bin André, der Coach der ZSC Frauen. Wir haben ein Team, das in der Women's League spielt und Spielerinnen im Alter etwa von 16 bis 25. Und heute zeigen wir mal am Tauli, was wir so machen, was wir drauf haben und wie unser Alltag aussieht. Ach du Scheiße. So. Ach du Scheiße. So, also hey, ich stehe hier noch. Das ist schon mal schön. Was machen wir? Also schau, ich zeig dir jetzt. Fahren wir mal da vorne. Geradeaus. Also komm, fahren wir geradeaus. He? Ach du Scheiße, ich fühle mich wie so ein Rentner. Ja, ja, ist gut da, hä? Keine gut. Stell dir vor, kommt so ein... Oh, hey, ist das gut, hey. Weg da.
Ja, wird schon schwierig ohne, hä? Kopf, Tommy. Dann bin ich jetzt schon mal. Also, geh auf die Seite da! Hoi! Es soll ich wieder probieren. Es liegt Pressing, meine Damen und Herren. Oh shit! Ach du Scheiße. Oh. Ja, wir machen es jetzt mal ohne, oder? Irgendwann muss es ja kommen. Also meine Damen und Herren, jetzt gehen wir rein und hauen etwas, machen etwas. Guter Vorteil ist, ich kann es langsam. Ohne Gehhilfe. Seht ihr das? Was für ein gescheiter Wurf. Let's go, change! Ach, schon fürs Goal, okay. Hi. Tschüss. Ah, fuck! Tschüss, tschüss! Go change! Ja, das ist unfair, ja, das ist... Also, meine Damen und Herren, Penalty-Schüsse, haben Sie gehört? Ist gut, also. Und da, Sarah, hast du da direkt, da, geh direkt. Jawohl, jawohl, jawohl! Ja! Ja, und Tauli, wie hast du es gefunden? Ja, es ist schon anstrengend im Fall. Also ich habe es recht unterschätzt. Oder? Ich habe jetzt auch wirklich gemerkt, die Frauen haben Vollgas gegeben. In der Regel denkst du, ja, kommst du daher und so ein bisschen sissi irgendetwas. Aber Vollgas und vor allem mit Leidenschaft. Die haben wirklich mit Leidenschaft gespielt. Ich habe schon mit denen geredet gehabt. Die haben mich wirklich überzogen. Für mich auch wieder geil gewesen, auf dem Eis zu sein. Du hast gesehen, ich bin ein Profi. Oder? Ich mache das tagtäglich. Und ja, danke dir, dass du Zeit genommen hast und uns, oder besser gesagt mir, das mal gezeigt hast. Auch danke euch, Köpfe da hinten. Ja, danke dir für mal. Hi, cool, hast du vorbeigeschaut. Ja, merci mal. Sehr gerne. Danke euch für die Erfahrung und euch. Danke mal fürs Zuschauen. Ich habe mich jetzt 10 Mal bedankt, aber ich wünsche euch in dem Fall noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Peace out. Tschüss zusammen.